quasi jetzt noch hier so einen inneren Ring machen und hier so einen inneren Ring machen, beziehungsweise ich würde gerne einfach hier hoch und runter und das verbinden. Ne? So es denn irgendwie geht. Damit wir, hier waren ein, zwei Experten, die mir echt da sehr bei geholfen haben, damit das hier miteinander verbunden wird und halt hier die Arbeit dahin kommen, falls sie von hier kommen und so weiter und so fort. Ja, und dann kann ich euch auch noch eben zeigen, wie das Ganze hier strukturiert ist. Wir haben halt hier angefangen, ne, und haben halt ein bisschen Maloche gemacht und haben halt hier so ein bisschen blau gemacht und hier viel gelb und hier war die... Hallo Eistee! Eistee, moin, ne? Du hast auch dem Joker zu tief in die Augen geguckt, macht nix. Danke fürs Followen, danke fürs mit hier rumhängen und so. Wir haben die letzte Gewinnrutsche gerade beendet, wenn du ein paar Sachen gewinnen möchtest, was genau und so, erfährst du dann, geht so ab 3 weiter. Und durch die Nacht ein bisschen was für die treuen Leute, die sich das mit mir hier antun und dann... hauen wir noch ein bisschen mehr morgen raus und so, aber schön, dass du mit dabei bist und wir zocken jetzt ein wenig City Skylines, weil das ganz entspannt ist und man dabei auch ein bisschen quatschen kann, ein paar Sachen erzählen kann und so, ich mache aber mal, fällt mir gerade mal so auf, weil das brauchen wir ja jetzt eigentlich nicht, wo ist es? Ist es das Logo? Machen wir einfach mal aus. Denn, wenn ihr hier seid, dann wisst ihr ja, wo ihr seid irgendwie und das stört gerade, wenn da nichts angezeigt wird. So, Tabletladen, Talos. Okay, alles klar. Also, was wollte ich gerade sagen? Hier haben wir angefangen und da musst du ja, das musst du ja irgendwo hinschieben. Ich hatte eigentlich mal ursprünglich vor, das abzureißen, aber das mache ich alles später. Mein Problem bei diesen Spielen ist ja immer das, dass, mein Problem ist ja immer das, dass du, dann auf einmal zig Sachen auf einmal machen musst und das hier und da und während das läuft und das Ding ist, ja, ich könnte das jetzt laufen lassen. Wenn ich das jetzt laufen lasse, kriege ich Geld und wir haben schon viel Geld und ich lasse es mal laufen. Aber ich schwöre euch, nach ein paar Kröms an Minuten, Sekunden und was weiß ich nicht wie, werde ich hier wieder Gebäude anfangen können abzureißen. Siehst du, da ist schon mal das erste und da ist schon das zweite. Und dann mache ich nichts anderes, die ganze Zeit werde ich nichts anderes machen, als Gebäude abreißen und wieder neu bauen lassen und abreißen und wieder neu bauen lassen. Und ich hoffe mal, dass sich das einfach irgendwann gibt. Aber um halt, und seht ihr, wir sammeln ja gut Geld und die Leute sind ja auch zufrieden, ne? Da sieht man ja auch, es ist ja nicht so, dass sie nicht zufrieden sind, ne? Warte mal, ich mach das auch aus. Ich mach das auch aus, das ist mir jetzt auch egal. Ist es das? Ja, das ist es. Und dann schiebe ich den mal hier hin, den Timer. So, schön. Aber... dann kann ich, dann heißt das Spiel nicht mehr City Skylines oder halt, wie ich eine Stadt versucht habe, auf die Beine zu stellen, sondern wie ich in einer Tour Gebäude abgerissen habe, damit ich was anderes machen konnte. Ne? So, und deswegen hauen wir jetzt erstmal, machen wir ein wenig Shit-Hop und machen ein paar Dinge, die wir machen müssen. Nämlich. Achso, nur kurz zur Erklärung, was ich vorhabe. Aber auch hier gilt, ne? Ihr müsst nicht. Aber wenn ihr sagt, ey, mach doch das oder was hältst du denn davon? Oder ich habe da eine Idee oder ich weiß, was du machen musst oder so. Hau raus, ob ich es dann mache oder nicht. Entscheid halt immer noch ich. Aber ihr könnt das ruhig machen. Ne? Also habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ganz im Gegenteil. Ich, das nur damit ihr wisst, was ich mir denke jetzt hier halt. Ich würde gerne hier oben, könnt ihr das sehen? Ja, könnt ihr. Hier oben... Hier habe ich ganz viel, zwei Stadien, ne? Zwei Stadien hier, Dings und Statue und bla. Und hier ist so soll ein bisschen so Vergnügungszeug hin und so. Und hier würde ich gerne, und da habe ich überhaupt gar keine Ahnung, wie das geht, weil ich das noch nie gesehen habe. Das ist auch erst der dritte Versuch von einem Stadtbau, ne? Nicht, dass die anderen beiden nicht geklappt hätten, aber das hat mir nicht gefallen. Das gefällt mir im Gegensatz dazu schon wesentlich besser. Hier würde ich gerne irgendwie einen Bahnhof hinbauen. Wenn ihr jetzt sagt, das ist totaler Quatsch, der Bahnhof muss hier unten hin, hier unten würde ich gerne einen Güterbahnhof hinbauen. Aber auch da, mach beides, sagt man, ne, bin ich für jeden Scheiß zu haben, sagt mir das einfach, ne, also denn, wir machen das hier zusammen ein bisschen und dann mache ich das auch. Also, das habe ich hier vor, hier würde ich gerne noch so ein bisschen vergnügungsmäßig was machen.
Ja, und hier unten Malora, ne? Weil der Mittisk, der ist gar nicht da jetzt. Die Sau hat Wochenende und geht wahrscheinlich feiern. Der hat mir halt gesagt, du brauchst Arbeiter. Also habe ich hier ein Arbeiterviertel. Will ich, möchte ich, würde ich gerne ein Arbeiterviertel machen, damit hier die Arbeiterproblematik sich löst. Und dann können wir auch anfangen und ein Flugzeug, einen Flughafen können wir schon irgendwie machen, ne? Zumindest ein Zeppelin. Und Züge, hier Schiff, also wir können echt schon einiges machen. Das können wir dann alles machen. Aber U-Bahn. Ja, genau. Und wenn das Videos sind, die hiermit was zu tun haben, ne, dann auch gerne mir, weil ich lerne gerne. Also, ne, bin ich voll bei dir. So, und auch hier. Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein Kreuz runter hoch und da und mache hier eine Bahn und hier eine Bahn. Und ihr sagt, ja, das ist aber keine gute Idee, weil immer raushauen, ne? Denn die haben mich schön auffliegen lassen. Ich habe die U-Bahn-Stationen falsch rumgebaut. Ich dachte halt, hier, ne, hier hast du eine U-Bahn-Station und wenn du die baust, hast du am oberen Ende einen Punkt und am unteren Ende einen Punkt und ich dachte, das eine ist eine Sache zum Verbinden in die eine Richtung und das andere in die andere Richtung. Dabei ist das halt einfach total falsch gedacht gewesen von mir. Unfällig. So, aber nichtsdestotrotz. Einen inneren Ring zu schaffen, sollte ja nicht zu schwierig sein. So, die braucht immer zwei Ecken irgendwie, ne? So hier so zum Beispiel. Oder hier so, ne? Oder gucken wir nochmal. Hier so quasi jetzt einen inneren Ring schaffen und die dann verbinden. Ne? Finde ich jetzt nicht so blöd. Aber vielleicht ist es auch total bescheuert. Kann natürlich auch sein. Hier, da ist doch schöner Platz. Also machen wir... Wir machen jetzt mal hier eine hin. Ja, und jetzt fangen direkt wieder welche an zu heulen. Ist ja klar, ne? Das ist ja immer so. Und dann machen wir hier die eine hin. Und dann machen wir... Hier muss man... Wenn man hier wieder rüber will, das gibt wahrscheinlich wieder einen riesen Aufriss. Die auch gerne längs machen eigentlich. Irgendwie gibt es irgendwo ein Plätzchen für, um die längs zu machen. Na also. Hat mir gesagt, holz ruhig ab, das ist nicht so schlimm. Aber dann holze ich lieber woanders ab, glaube ich. Nämlich hier irgendwie längs. Hier muss ich zwei, hier nur einen, aber dann ist es nicht längs. Hier ist wieder schräg, also falsch statt. Ich mach mal hier eine hin. Und die weiden alle vor sich hin. Die Armen. Armen. Hier. Und hier. Und hier. Und Strom und Wasserversorgung muss man auch selbst verlegen. Ja. Ja, muss man auch. Warte, lass mich eben kurz den inneren Ring fertig machen. Ich mach dich fertig. So, hier machen wir noch eine hin. Und hier eine hin, das finde ich ganz schön. Dann ist das nicht alles so krass. Und dann reißen wir hier. Guck mal, das Haus ist doch eh hin, ne? Zeigt er mir doch an, oder? Das Haus ist eh hin. Dann können wir auch hier quasi... Ja, können wir auch da so eine Bahn hinmachen, ne? So, nämlich. Tschüss! Fangen wieder alle an zu heulen. Weicheier. So, dann haben wir hier, ist doch schön frei. Bauen wir da eine hin. Und dann gibt es einen Bogen.
ihr so einen Bogen hier hin? Hm. Irgendwo längs andocken. Metal, ich zeig dir das gleich. Wie das verlegt ist und wie man das machen kann, zeige ich dir sofort. Dann ist es halt so und dann ist es halt so längs irgendwie, ne? Ich könnte natürlich auch einfach, warte mal. Ich könnte natürlich einfach mal ein Stück Straße bauen. Ich baue jetzt mal einfach ein Stück Straße, weil, warum nicht? Und zwar hier raus. Sowas hier, dann machen wir hier das, wir machen das hier hin. Dann mal ein Stück Straße bauen. So. Da so dranhängen. Dann gibt das hier quasi so ein. Und dann müssen wir hier irgendwo ein Örtchen finden. Ja. Ja. So, und jetzt müssen wir das nur noch verbinden. Was total easy ist. Hoffe ich. Jetzt wird es schwierig, weil du nicht überall hinbauen kannst. Scheiße. Dann geht's schon los. Jetzt müsste ich quasi hier hinbauen und von da dann darüber. Naja gut, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Ja, das ist auch total entspannend, glaube ich. Scheiße. Naja, wir schauen mal, ob es funktioniert. Das dahin müsste locker gehen. Das dahin müsste auch locker gehen. Das dahin auch. Das hierhin auch. Und das hierhin. Oh, nee, oder bis dahin doch. Das meines Geld, bitte. Vielleicht. Ach komm schon. Na, von mir aus. Sieht zwar nicht so toll aus, funktioniert aber. Mal wieder ein wenig an... Da ist er ja. Ich habe vorhin von dir geredet. Was ist denn los? Ich habe einen äußeren Ring gebaut und ich habe einen inneren Ring. Und ich kann doch nichts dafür, wenn dann hier so... Ne, ich kann das hier nicht so rüberbauen. Kein Ding, ich lese nebenbei. Oh mein Gott. Ja. Was denn? Was soll ich tun? Was habe ich jetzt schon wieder bald gemacht? So, egal. Aber wie gesagt, ne, ihr seid alle, ich bin ja für jeden Tipp dankbar. Also ist ja nicht. Ich meine ja auch, dass ich das schon irgendwie ein wenig vernünftiger gemacht habe als beim letzten Mal. So, hier dahin. Ne? Und damit haben wir den inneren Ring. So, und jetzt würde ich halt gerne das an ein, zwei Stellen einfach verbinden.
und dann quasi einfach so ein Kreuz durchmachen erstmal.